Die Schlagzeilen rund um DSDS reißen nicht ab. Nachdem RTL bereits Pietro Lombardi rausgeworfen hat, soll jetzt das nächste Jurymitglied dran glauben. Auch Ersatz soll schon feststehen. Seit 2002 werden bei Deutschland sucht den Superstar, DSDS, neue Stars und Sternchen gesucht. Normalerweise sind es die Kandidaten, die für Drama sorgen. Doch in der 21. Staffel ist alles anders. Plötzlich im Fokus der Schlagzeilen, die DSDS-Jury. Erst trennt sich RTL von DSDS-Juror Pietro Lombardi, jetzt soll auch das nächste Jurymitglied dran glauben. Denn wie Bild.de exklusiv erfahren haben will, soll Rapperin Loredana, 29, auch schon auf der Abschussliste des Kölner Senders stehen. RTL soll Loredana in DSDS-Jury ersetzen. Die gebürtige Schweizerin gehört erst seit 2024 zur Jury rund um Pop-Titan Dieter Bohlen, 70. Ersatz soll auch schon feststehen. Laut Informationen von Bild.de soll RTL in Verhandlungen mit Mia Julia, 37, stehen. Die Münchnerin, bürgerlich Mia Julia Brückner, tritt seit 2012 auf dem Ballermann auf und erfreut sich großer Beliebtheit als Partysängerin. Vor ihrer Gesangskarriere war Mia Julia in der Erotikbranche aktiv und kann auf eine bewegte Filmografie zurückblicken. Warum Mia Julia in die DSDS-Jury soll? Mia Julia könnte nicht nur die DSDS-Jury bereichern, sondern auch das Publikum anziehen. Mit ihrer großen Fanbase, 625.000 Follower allein bei Instagram, und ihrer Bekanntheit dürfte sie viele neue Zuschauer vor die Bildschirme locken. Auch Auftritte vor großem Publikum sind für die 37-Jährige keine Seltenheit. Regelmäßig unterhält sie im Bierkönig am Ballermann an die 3500 Partyfans. Ob und wann Loredana tatsächlich ihren Juryposten zugunsten von Mia Julia räumen muss, ist nicht klar. Aktuell gibt es hierzu kein öffentliches Statement von RTL. Auch der Pop-Titan, der bei der Besetzung sicherlich ein Wörtchen mitzureden hat, schweigt bisher. Zum DSDS-Aus von Pietro Lombardi hat sich Dieter Bohlen inzwischen jedoch zu Wort gemeldet, mit einer überraschenden Aussage.